Wir sind Problem und Kati und wir sind auch froh um jede Form von Feedback auf Twitter unter dem Hashtag C3T. So I'm very grateful that there are people who actually would like to tinker with Apple devices such as TeamStar. So personally, I'm looking forward to learning all about downgrading iOS, how it worked in the past, how it works in the present, and what new will be in the presentation that TeamStar can teach us. So with that, I would like to ask all of you to give TeamStar a warm round of applause. Thanks. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Ich bin TeamStar und ich werde heute meinen Vortrag Downgrading iOS from Past to Present halten. Worum geht es heute? Es geht um die iOS-Bootkette und wie sie sich über die Versionen verändert hat. Ich werde über SHSH-Blobs und AP-Tickets sprechen. Ich spreche über die Downgrade-Methoden, die es so in der Vergangenheit gab. Das IMG3, IMG4 File-Format, Dateiformat und spreche über das CPOS-Problem beim Baseband-Downgrading und spreche über Probleme bei den neuen 64-Bit-Geräten. So, ihr seht hier die iOS-Boot-Chain, also die iOS-Boot-Kette, was da passiert. Wir haben hier im Prinzip zwei Pfade. Wir haben einmal den normalen Boot und den DFU-Modus. Der DFU-Modus ist der, der gewählt wird, wenn ein System geupgradet wird. Was ihr hier sehen könnt, ist der Bootraum zuerst, dann die beiden Stage-Bootloader und das sind dann IBSS und IBEC. Und für 64-Bit-Geräte gibt es dann noch die SEPOS Bootstage. So, wenn ihr über die DFU-Route geht, dann wird eben eine RAM-Disk und Kernel gebootet und das wird genutzt, um das System wiederherzustellen. So, sprechen wir ein bisschen über iOS-Geschichte. Wir hatten das iPhone 2G mit iPhone OS 1 bis 3 und die waren vorsigniert und das Downgraden war einfach möglich, auch herstellerseitig. Mit dem iPhone 3G hat sich das dann geändert mit während das unter iOS 2 und 3 noch gleich war. Unter iOS 4 hat Apple dann SASH-Checks eingebaut und dann war das Downgrade nur noch möglich mit ein paar Hacks. So, also schauen wir uns mal an, wie die Bootchain auf einem iPhone 3G unter iOS 4 funktioniert. Ich spreche jetzt nur über iPhones, aber das passt auch auf iPods und iPads, wenn es halt die gleiche Hardware ist. So, was ihr hier sehen könnt, ist, dass die Boot-Komponenten sich jeweils checken. Das heißt, der First-Stage-Bootloader checkt den Second-Stage-Bootloader und so weiter. Aber ihr seht hier genau ein Ding. Der Bootraum checkt eben nicht die First-Stage, egal ob ILB oder IBSS. Und das heißt, wir könnten die verändern. So, was sind also nun diese SASH-Blobs? Apple hat die eingeführt, um kontrollieren zu können, welche Version von iOS auf eurem Gerät installiert ist. Und die werden von Apple angefragt, jedes Mal, wenn ihr euer Gerät wiederherstellt. Und das ist im Prinzip ein signierter Hash der Firmware von eurem Gerät und die ECID und ist damit eindeutig für jedes Gerät. So, wenn wir uns jetzt SHSH und IMG3 angucken, seht ihr auf dem linken Bild einen Baum mit einigen Einträgen und da sind einige Tags, die besonders interessant sind. Diese IMG3-Tags sind unter anderem diese, die ihr auf dem rechten Bild seht, die wir euch aus dem iPhone-Wiki habe, die iBoot-Version, welche Version vom Chip wir da sehen können. Und wir sehen unter anderem SASH. Und SASH ist ein RSA-verschlüsselter SHA-1-Hash von der Datei. So, das heißt, wenn man das mal in einem Hex-Editor aufmacht, sehen wir ein paar IMG3-Tags und einen, den ich halt eben hier hervorgehoben habe, ist ein
ein SASH-Tag. Und unter diesem SASH-Blob seht ihr ein Zertifikat, das Apples Public Key beinhaltet, das man eben nutzen kann, um die Signatur auf dem SASH-Blob zu verifizieren. So. In der iOS-Geschichte ging es dann weiter mit dem iPhone 3GS und iPhone 4, wo sie eben Hardware-forcierte SASH-Überprüfungen implementiert haben. Und seit iOS 5 hat Apple das Ganze erweitert um AP-Tickets. Das schauen wir uns dann etwas später an. So, also die Bootkette auf Geräten iPhone 4, iPhone 3GS vor iOS 5 sah im Prinzip genauso aus, wie wir es eben schon kannten, nur dass eben der Bootrom die SASH-Blobs verifiziert. Das ist auch der einzige große Unterschied. Wie downgraden wir jetzt diese Geräte unter iOS 3 und 4? So, SASH-Blobs sind ja einfach nur eine signierte Hash von der Firmware. Und das heißt, wenn wir jetzt einfach Replay-Attacken fahren, speichern wir uns den SASH-Blob mit den bekannten Tools, zum Beispiel Tiny Umbrella, Cydia oder iFaith. Und wenn Apple sie dann eben nicht mehr signiert, weil irgendwie das Fenster abgelaufen ist, kann man sie einfach replayen, indem man eine Man-in-the-Middle-Attacke darauf fährt. So, mit AP-Ticket, was kam da jetzt dazu? AP-Tickets sind ASN1-formatierte Container, die die ESID, eine Board-ID und Chip-ID beinhaltet, Hashes von den ganzen Boot- und Firmware-Files und ein kryptografisches Einmal-Token, ein Nonce, das zusammen mit, das eben zusammen in diesem EMG3-Image gepackt ist. So, das heißt, auf 32-Bit-Geräten unter iOS 5 und später, das wurde halt auch im Nachhinein für die anderen Geräte eingeführt, haben wir Boot-Checks für die SASH-Blobs, aber danach kommen immer AP-Ticket-Checks. Und zusätzlich im DFU-Modus findet eben die Erstellung dieses Nonces statt. Und das wird weiter durchgereicht. Und wenn man da jetzt die Firmware überschreiben möchte, muss man eben dieses Nonce irgendwie extrahieren und dann könnte man eben da eine Attacke fahren. Das Ganze checkt auch das AP-Ticket, aber es checkt das Nonce nicht, also der DFU-Modus. Er kann diesen Nonce nicht checken, weil wenn man das Nonce einfach so generieren würde, das würde ein neues Ticket anfragen. Und weil das Gerät halt der Bootloader ist, dann geht es nicht möglich. Und das ist auch okay so. So sieht ein AP-Ticket aus, wenn man das mit ISS1 dekodiert. Auf dem linken sieht man das entdekodiert und auf dem rechten sieht man halt die genaue Liste der Device-Values. Man hat eine verschiedene Menge von Hashes und die korrespondieren mit denen, die im Bildmanifest stehen. Die ich markiert habe da gerade, ist das Apple-Logo-Hash und dann sieht man das Nonce und die iBoot-Version und einigen anderen Kram und am Ende ist noch die Signatur. Und unter der Signatur ist noch ein Zertifikat, mit dem man das am Ende signieren kann. Wenn man das in einen EMG3-File packt, dann ist es nichts Besonderes, es sieht so aus. Man sieht, SCAB ist der Identifier. Das ist sozusagen nur das AP-Ticket, mehr nicht. Und all diese Dateien und all diese Infos in einem Dokument über das Gerät zu speichern, ist halt so, das speichert dann halt alles an einem Ort auch. Wie downgraden wir jetzt? So, wir haben LimeRain. LimeRain ist ein Bootrom-Exploit von GeoHot und das läuft bis zum iPhone 4. Und im iPhone 4S geht es leider nicht mehr und wir können das Bootrom halt damit booten lassen, egal was wir wollen.
Wir können das IP-Ticket patchen, in IBSS und IBAC checken und dann kann man mit IBSS und IBEC booten ohne IP-Ticket. Und danach restoren wir das vorher gespeicherte IP-Ticket und dann wird das Nonce beim normalen Bootvorgang nicht geprüft. Und so, das hier ist eine Visualisierung, wie man mit LimeRain downgradet. Man flasht das Boot-ROM, man schickt das gepatchte IBSS und so und so und so. Und am Ende, wenn man mit dem relevanten AP-Ticket startet, dann ist alles okay und das System sieht es als valide an. Und was ist mit den neueren Geräten, wo wir LimeRain nicht benutzen können? Hier habe ich noch ein paar Hintergründe dazu. Die Firmware-Dateien werden verschlüsselt. Und nach dem Kernel-Boot-Vorgang ist die Decryption nicht mehr möglich. Bei allen Geräten vor iPhone 4S ging das noch und mittlerweile ist es aber in der Hardware deaktiviert. Und um die Keys zu bekommen, die man braucht, kann man iBoot oder iBoot-ROM benutzen. In der JBoot-Community haben wir einige Leute, die private iBoot-Exploits haben. Und wir haben Leute, die private Hardware-Hacking-Techniken haben. Und die können halt diese Firmware-Keys abziehen. Und die sind so nett, diese mit uns zu teilen. Die findet man im iPhone-Wiki. Die sind für ganz, ganz viele Geräte und iOS-Varianten verfügbar. Nicht für alle, aber für die meisten. Dann haben wir K-Loader bei WindowsCM. Das kann ein Image aus dem Kernel-Modus bootstrappen. Und dann kann man sozusagen zu dem Bootloader zurückspringen mit IBSS. Und jetzt haben wir all diese Möglichkeiten. Wir haben Odysseus, ist eine Technik von Xerup. Er nutzt einen Jailbreak und K-Loader und Bootstrap zu IBSS. Ich nenne es KDFU-Mode, Kernel-DFU-Modus. Es ist ähnlich zu PwnDFU mit LimeRain. Es würde einfach nur booten und das kann man auch machen, wenn man ein entschlüsseltes IBSS patcht. Im Kernel-Modus hat es halt einmal geladen. Man kann dann keine Firmware-Files mehr entschlüsseln und die Lösung dafür ist, dass wir eine Custom-Firmware machen, dass die bereits entschlüsselten Dateien schickt. Dafür brauchen wir IBSS, IBAC, RumDisk und Kernel und FileSystem und die sind dann entschlüsselt. So sieht das aus, wenn wir Odysseus benutzen. Das erste, was wir hier haben, ist das normale, der normale Boot-Vorgang. Und alt means meint vor dem und dann baut man den Kernel, lässt einen K-Loader laufen und hat dann IBSS und gepatcht. Nach außen verhält sich das genauso, als ob es in KDFU-Modus ist. Und das heißt, weil man das ansonsten nicht unterscheiden kann, nennen wir es halt KDFU-Modus. Dann würde man einfach einen normalen Restore laufen lassen mit einem validen AP-Ticket und dadurch, dass eben der hier das Nonce ignoriert wird, können wir eben booten. Was ich hier noch nicht erwähnt habe, ist das Baseband-Problem. Das Baseband ist ein Prozessor, der Kommunikation mit dem Mobilfunknetz regelt und ausführt. Und das ist separat und das downzugraden ist derzeit nicht wirklich möglich, weil sich da die Sicherheit stark verbessert hat. Und die Leute interessiert es mittlerweile auch nicht mehr so stark, das Baseband downzugraden, weil mittlerweile eben die meisten Telefone frei verfügbar sind und dementsprechend die Nutzer nicht mehr so interessiert sind, da irgendwelche SIM-Unlocks durch ein
Baseband-Hack zu bekommen. Aber aus den alten Tagen hat sich immer noch die allgemeine Praxis etabliert, dass man das Update nicht, das Baseband nicht updatet, wenn man iOS upgradet, sodass man eben noch die alten Vulnerabilities im Baseband behält, obwohl man eine neue iOS-Version hat. Und aus diesen Zeiten kennen wir noch, dass viele nicht Standard, nicht von Apple vorgesehene Kombinationen aus iOS und Baseband funktionieren. Manche funktionieren nicht, aber die meisten funktionieren schon. So, wir wissen also, dass das neue iOS und das alte Baseband funktionieren, aber wir wissen auch, dass es funktioniert, wenn es genau andersrum ist, wenn der Abstand nicht zu groß ist. So, das heißt, in Odysseus benutzen wir genau diese Sache. Auf dem iPhone 4S ist das Dateisystem, ist das Baseband eben, Baseband Firmware auf einem Filesystem installiert. Und das heißt, man muss die Firmware so patchen, dass sie eben das alte Baseband nicht updatet. Das heißt, man holt sich das alte Baseband vom Telefon, modifiziert dann die Firmware mit dem alten Baseband, aber der neuen Firmware und flasht das dann da drauf. So, dann gibt es noch Odysseus OTA, also over the air, durch die Luft. Seit iOS 6.1.3 signiert Apple over the air Updates für iPhone 4S und das iPad 2. Und das Gleiche gilt auch für iOS 8.4.1 und einige andere Geräte. So. Und warum signiert Apple die Geräte? Warum signiert Apple die OTA-Updates, wenn man eben nicht von iOS 5 direkt auf iOS 6 updaten kann? Und so wird dann eben irgendwie ein Upgrade-Path hergestellt. Das Gleiche gilt dann eben auch für iOS 8.4.1. So, die Idee mit Odysseus OTA ist dann eben ein neues Over-the-Air-Ticket zu erstellen und auch ein neues Baseband-Ticket für den Restore zu erstellen. Das erlaubt uns tatsächlich dann, das Baseband wiederherzustellen, weil bisher konnten wir das Baseband nicht wiederherstellen, weil wir keine gültige Signatur vorherstellen konnten, aber das geht jetzt so. Das wurde von Xerob und mir ungefähr zur selben Zeit festgestellt. Wir haben unterschiedliche Techniken genutzt. Ich patche die Firmware-Bundles und er hat ein Kommandozeilenparameter zu iDeviceRestore hinzugefügt, wo man eben das ein anderes Manifest da übergeben kann. Aber es ist im Prinzip dasselbe und wir kommen zum selben Ergebnis. So, und das normale und das Over-the-Air-Ticket unterscheiden sich halt nur eben durch den RAM-Disk-Cache. Und das ist aber gar nicht relevant, wenn wir eben über K-Loader updaten. Und wenn wir das über das Update passiert halt dann, wenn wir über iTunes updaten. So, was sind dann die Limitationen von Odysseus? Es funktioniert nur für 32-Bit-Geräte und man braucht Firmware-Keys, weil das Gerät eben nicht, weil das Gerät die Firmware ansonsten nicht entschlüsseln kann. So, man muss dann eben auch eigene Bundles erstellen und diese ganzen Patches machen und speziell jetzt die Firmware-Keys und eben die Bundles sind eben gar nicht verfügbar für alle Kombinationen von iOS und Geräten. Und dann stellt sich noch die Frage, was ist eigentlich mit 64-Bit-Geräten? Denn auf den 64-Bit-Geräten hat Apple auf das IMG4-Format gewechselt und wir haben einen neuen Feind, nämlich den Secure Enclave-Prozessor, der in den ganzen neuen iOS 64-Bit-Geräten verwendet wird. Der wird zum Beispiel für Touch-ID, Dateisystemverschlüsselung verwendet und es ist Voraussetzung dafür, dass das Gerät booten kann, weil man eben ansonsten das Dateisystem nicht entschlüsseln könnte. Es hat außerdem seine eigene kryptografische Nonce im AP-Ticket, die sich auch im AP-Ticket befindet, und da gibt es bisher keine bekannten Exploits
dafür. Tut mir leid. Aber wenn wir uns das EMG4-Dateiformat anschauen, ist, wie gesagt, ist halt ein ASN1-formatierter Container, DER-encodiert, und ein signiertes EMG4 ist dann eben eine Payload, EM4P, und ein, das ist dann zum Beispiel ein Boot-File, iBoot etc. und dann noch ein Manifest, EM4M. Und das ist im Grunde genommen vor allem das AP-Ticket. So. Und das Interessante hierbei ist, dass jedes EMG4-File eine Kopie vom Manifest hat. Das heißt, wir brauchen nicht das MG4-File für Tickets und Das may be why they made a single copy of the ticket to every file. So, let's take a look at the IMG4 file format. Schauen wir uns mal das IMG4 Fileformat genau an. Auf der linken Seite sieht man eine Entschlüsselung des Files mit den verschiedenen Inhalten. Das ist über SEPOS gemacht. Und dann hat man das SEP und dann hat man das Keyback. Und das Keyback ist ein verschlüsselter Schlüssel, der entschlüsselt werden kann, um dann die Firma zu entschlüsseln. Darunter steht das Manifest, was man braucht. Auf der rechten Seite sieht man das doch mal deutlich viel besser. Und das sieht man dann, wenn man das genau sieht, wenn man das jetzt darstellen lässt. Und ich werde durch diesen einzelnen Dingen nochmal ganz genau. Die BNCH ist die AP-Nonce für das AP-Ticket. Und dann hat man noch gerätespezifische Dateien. Unique Device Identifier, der das Ticket genau zuweist. Und dann hat man noch die SEP-Nonce. Und SRVN ist die Server-Nonce, die Nonce, die Server herstellt. Ein Ticket mit den gleichen Parametern, aber man kriegt immer eine neue davon. Soweit ich weiß, wird diese Datei eigentlich für nichts benutzen. Und darunter haben wir noch verschiedene Hashes von den verschiedenen Dateien, beispielsweise für Bat Zero. So sieht die Bootchain aus auf 64-Bit-Devices, wenn man auf den normalen Weg geht. Das Einzige, was sich da wirklich geändert hat, hier hat sich halt das AP-Ticket geändert. Und wenn man im DFU-Modus geht, dann wird das AP-Ticket gecheckt und es wird eine AP-Nonce hergestellt, sowie eine SEP-Nonce. Und das wird dann in das Ticket gesteckt. So, jetzt haben wir gesehen, wie viel sich verbessert hat. Und jetzt ist die Frage, können wir immer noch downgraden? Und ja, wir können das. Jetzt machen wir mal einen Downgrade-Plan für 64-Bit-Geräte. Wir wissen, dass Baseband und iOS nicht zusammenpassen müssen. Und funktioniert das auch für SEP? Das wäre natürlich cool. Jede IMG4-Datei enthält ein AP-Ticket. Aber müssen die unbedingt die gleichen sein? Schauen wir nochmal auf unseren Plan. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe ein kleines Tool gebaut. Alles, was es tut, ist, dass es die AP-Nonce und die SEP-Nonce aus dem Gerät in den verschiedenen Modi zieht. Und ich habe das mal mit meinem iPhone 4S ausprobiert und habe all diese Nonces mal ausgelesen für AP und SEP-Nonce. Was ich dann gemacht habe, ist ein Ticket angefragt für diese Nonces auf dem Gerät und da habe ich halt den TSS-Checker für benutzt und habe dieses Ticket auf IBSS geschrieben und habe das IBSS gechartet. Dann habe ich nochmal geguckt, welche Nonces generiert wurden und dann habe ich festgestellt, dass sich diese nicht ändern. Und dann habe ich dieses Ticket auf IBAC gesteckt und dann habe ich das gleiche wieder gemacht und wieder hat sich die Nonce nicht geändert und deshalb ist es etwas, womit wir gut arbeiten können. Wir bekommen im DFU-Modus IBSS und IBAC, in der haben wir die gleiche Nonce.
Und das gilt auch für iBoot und iBack. Die SEPNONS ist komplett ignoriert in IBSS und iBack. Es ist nur wichtig, wenn man SEP bootet. Es könnte Sinn machen, aber naja. Was passiert, wenn man voraussehen könnte, wie die APNONS aussieht? Das Tool heißt Prometheus, ist von mir. Nehmen wir mal an, wir könnten die APNONS voraussehen. Was wir dann machen könnten, wäre ein Ticket für die Nonce anfragen, die dann später generiert wird und solange sie nicht signiert ist und dann können wir sie einfach nochmal regenerieren und dann können wir die Nonce nehmen, die wir vorher bekommen haben. Das bringt uns auf diese Replay-Attacke, die klassische, und dann können wir bis zum RAM disputen. Wir können nur bis zum RAM disputen, weil es immer noch SEP gibt und bei SEP funktioniert es leider nicht. Was wir hier machen, ist, dass wir ein neueres, signiertes SEP booten. Und dann können wir dieses neue, signierte SEPOS booten. Und das könnte alles fixen, würde ich sagen. So sieht Prometheus aus. Wenn man das Ganze bootet, man bootet in ILB und dann über iBoot, da wird IP-Check gecheckt. Und wenn man den Home-Button hält, dann kommt man in den Recovery-Modus beim Booten. Und dann hält es da an und dann tun wir ein bisschen Voodoo und dann generieren wir das AP-Nons, wo wir das Ticket schon vorher gespeichert haben und dann tun wir das in IBAC und dann tun wir das gleiche für die anderen Modi. Und was wir dann machen, ist, dass wir das signierte SEP in SEPOS, weil das ja dann angenommen wird, das SEP-Nons. Und dann machen wir einen normalen Restore mit dem AP-Ticket, was wir gespeichert haben. Und dann restoren wir das andere SEP-Ticket mit einem neueren AP-Ticket. Jedes IP... Ja, so, jetzt bleibt noch die letzte Frage, wie können wir denn jetzt das AP-Nons vorhersagen, weil darauf basiert ja das Ganze, was wir hier eben vorgestellt haben. So, schauen wir uns mal diese OTA-Update-Prozedur an. Also, wenn man das Telefon nimmt und dann in Einstellungen Updates auswählt, lädt es normalerweise erst die Boot-Files runter, speichert die am Disk im Speicher und setzt dann einige Boot-Parameter und rebootet dann. Und man braucht eben ein AP-Ticket zum Booten und das heißt, man kann kein AP-Ticket anfragen, während wir im Recovery-Modus sind. Das heißt, wir müssen es vorher machen. Und das heißt, irgendwas, eben dieses AP-Ticket muss vorhergesagt, muss gespeichert werden. Und das heißt, wir machen jetzt eine Anfrage für ein AP-Ticket und nutzen es dann beim nächsten Reboot. So, also müssen wir diese Stelle da irgendwie finden, wo das gespeichert wird. Im NVRAM finden wir dann eine Stelle im Kernel-Cache von iOS 10. Apple hat gnädigerweise iOS 10 unverschlüsselten Kernel-Cache geschickt. Und das heißt, wir müssen eigentlich noch rausfinden, wenn wir aus diesem Dump hier, was diese ganzen Werte konkret heißen. So, und wenn man nach IONVRAM auf opensource.apple.com sucht, dann findet man so eine Variablen-Tabelle, wo diese gezeigten Elemente halt immer erst ein String sind, dann ein Typ und dann eine Permission und dann ein Zählerwert. Und das heißt, wenn wir uns jetzt den Kernel-Dump angucken, dann finden wir ein paar Mal eben diesen Typ String und eine Permission Kernel Only, also nur im Kernel Permission, was ein bisschen blöd ist, aber das können wir mit einem Kernel Patch beheben. So, das heißt, wir können also den NVRAM benutzen, um diese Variable zu beschreiben. So, wie sagen wir jetzt diese AP-Nonce voraus? Der Generator wird eben im NVRAM gespeichert und wird dann konsumiert nach dem
Reboot. Entweder iTunes macht das oder der On-Device-Updater. Und das generiert dann eben diese Nonce beim Boot. Man kann das eben nicht nochmal generieren, sondern es muss nicht zweimal die gleiche Nonce generieren, sondern es wird diesmal eine neue Nonce generiert. Und das heißt, so sieht dieser Generator dann aus. Das heißt, was ich jetzt zeige, ist so ein bisschen wie eine Demo, aber irgendein tatsächlich dann doch nur ein Image. Ein Bild. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe zuerst eine Nonce von ich habe zuerst eine Nonce angefragt, dann gebe ich mir die ganzen Argumente aus dem NV-Raum aus, dann lasse ich Nonce-Enabler laufen, das eben den Kernel patcht. Wenn ich mir jetzt nochmal den NV-Raum anzeigen lasse, dann zeigt auf einmal, wird der Nonce angezeigt und wir können den auslesen. So, der Nonce ist ja 20 Byte groß, das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, um das irgendwie zu brute-forcen. Der Generator auf der anderen Seite ist nur 8 Bytes groß und das ist schon nur noch 2 hoch 64 Möglichkeiten, was noch immer ziemlich viel ist. Sei man ist vielleicht der NSA, aber wir haben definitiv keinen Ansatz hier. Aber ich habe ja diese ganzen Sachen erst im Nachhinein ausgerechnet, also was mein Ansatz. Mein Ansatz ist, wir setzen das Gerät in Recovery-Modus, liest dann eben die Nonce und rebootet nochmal. Liest nochmal die Nonce, rebootet nochmal. Und das habe ich ungefähr 2 Stunden laufen lassen und es gab mir ungefähr 2000 Nonces. Und wenn wir uns die Nonces mal genauer anschauen, dann hier auf der rechten Seite, dann sehen wir da zuerst die Nonce in der ersten Spalte, dann in der zweiten Spalte, wie oft sie generiert wurde und in der dritten Spalte die prozentuale Anteil der Nonce. So, die blaue, die ich markiert habe, ist jetzt nicht unbedingt die öfteste, aber meine liebste ist, deswegen habe ich die markiert. Und das heißt, wir sehen, dass hier ungefähr 5 Nonces, ungefähr 20% der aller generierten Nonces ausmachen. Außerdem habe ich auf Twitter ein bisschen rumgefragt, ob andere Leute das auch noch ausprobieren können. Und wir haben gesehen, dass tatsächlich mehrfache iPhone 5S die gleichen Nonces oder die gleichen Nonces generiert haben. Und das hat auch funktioniert mit einigen iPad Airs auf ähnlichen iOS-Versionen, also iOS-Versionen, die nah dran waren. Ich habe es nicht auf 32-Bit-Geräten versucht, ich habe es auf 64-Bit-Geräten, also späteren Geräten versucht, aber diese generieren keine Kollisionen. Lustig hierbei ist auch, dass ich Kollisionen auf iOS 9.3, 10, 10.1, 10.2 gesehen habe, aber ich habe keine Kollisionen auf iOS 9.1 und 9.0 gesehen. Und das heißt, vielleicht hat Apple irgendwie in iOS 9.3 hier einen Bug eingeführt. So, das heißt, sieht also so aus, dass Kollisionen für einige Geräte möglich sind und das kann halt benutzt werden, um ohne einen Jailbreak das System zu downgraden. Das heißt, was ihr machen müsst, diese Tests auch laufen lassen und dann AP-Tickets für dieses spezifische Nonce herauszufinden. So, das heißt, das Downgrade-Szenario in diesem Fall wäre ja ohne Jailbreak, dass man zu einem neuen iOS upgradet, dann rausfindet, welche Nonce am öftesten generiert wird und dann fragen wir ein AP-Ticket für ein altes iOS an, während es eben noch signiert ist, weil das alte iOS-Image noch für einen bestimmten Zeitraum signiert ist und das muss man eben auch in diesem Zeitfenster machen, in dem das alte noch signiert ist, damit man da nochmal downgraden kann. So, wir downgraden dann, wenn das Signaturfenster sich schließt, also davor logischerweise,
und können dann eben mit unseren gesammelten Nonces eben downgraden. Ich muss hierbei sagen, dass zum aktuellen Zeitpunkt die iOS 9 Downgrades funktionieren, aber das iOS 10 SEP ist nicht kompatibel zu iOS 9 und deswegen funktioniert da das Downgrade nicht. So, also macht das besser nicht. Prometheus hat trotzdem noch einige Limitationen. Es verlässt sich zum Beispiel darauf, dass halt das Baseband ZEP und iOS Version nicht genau offen voneinander abhängen, sondern halt eben dieser Unterschied da möglich sein kann. Und diese Checks könnten jederzeit hinzugefügt werden. ZEP und Baseband müssen immer auf der letzten signierten Version sein. Das funktioniert vielleicht nicht mit älteren Versionen von iOS. Und das App-Nonce muss halt immer noch vorhersagbar sein. Und Apple könnte das halt eben ändern, wenn sie das zum Beispiel mit einem den Generator mit einem Salt versetzen. Und dann hätten wir eben, weil eben das alles verschlüsselt ist, keine Möglichkeit, dieses Salt zu bekommen und könnten eben deswegen kein Downgrade mehr durchführen. So, was könnte man in der Zukunft noch an möglichen Downgrades machen? Das AP-Ticket sichern ist mit Sicherheit eine gute Idee, auch wenn das Downgrade dann nicht direkt funktioniert. Das heißt, vielleicht geht es dann trotzdem irgendwann in der Zukunft. Es wird definitiv auch zukünftig irgendwelche Bugs geben in dem Bereich und deswegen sichert eure AP-Tickets. Die Tools, die man hierbei braucht, ist TSS-Checker. Das ist ein Tool, um eben AP-Tickets von Apple anzufragen mit vielen Möglichkeiten, das einzustellen, also die Nons, die SAP-Nons und so weiter, ob man ein Baseband-Ticket will. Richtig, eine ganze Menge an Sachen, die man da einstellen kann. Und das ist so das einzige Tool, was ich in dem Bereich gefunden habe. IMG4-Tool ist ein weiteres Tool, das benutzt wird, um IMG4, IMV4P und IMV4M-Files anzeigen benutzt wird. Das heißt, ihr könnt damit eben diese ganzen Dateien inspizieren, habt ihr auch auf meinen Screenshots gesehen. Future Restore ist das Tool, um eben die Prometheus Downgrade Methode durchzuführen. Und das heißt, ihr müsst einfach nur das als Version und die Baseband Version spezifizieren. Diese ganzen Tools sind Open Source oder werden Open Source werden. Bei den letzteren werde ich kurz nach diesem Vortrag veröffentlichen. An diesem Stelle möchte ich Nikias danken, der eben Future Restore zum Laufen gebracht hat, was eine ziemlich haarige Angelegenheit war. Und vielen Dank. Und jetzt ist Zeit für Fragen und Antworten. Thank you very much for the presentation. If there are any questions in the audience, we have four microphones at which you can line up. Wenn es Fragen gibt, dann kommt bitte zu den Mikrofonen und stellt eure Fragen. Wenn ihr jetzt gehen möchtet, dann ist das okay, aber seid bitte leise und nehmt Müll mit, wenn ihr welchen habt. Die erste Frage kommt von da ganz hinten. Danke. Meine Frage ist ein bisschen einfach, aber Wenn du in der Szene bist, ich meine, warum sind Jailbreak und iOS-Hacker, warum hacken die niemals wirklich die Hardware? Vielleicht tun sie das, aber warum? Ich denke, es gibt einige Leute, die Hardware-Hacks machen. Ich weiß, dass ein paar Leute Hardware-Hacks machen, um halt eben die Firmware-Keys zu bekommen. Aber ich denke, wahrscheinlich ist das so, weil Hardware-Angriffe nicht für die durchschnittlichen Nutzer praktikabel ist. Man kann denen das vielleicht erklären, aber dann müssen sie es immer noch irgendwie umsetzen. Und deswegen sind wir halt hauptsächlich fokussiert auf FOSS, auf Software. Thank you. What is the point in downgrading a device? Warum will man ein Gerät downgraden? Also ich habe mich das auch schon selber ein paar Mal gefragt, aber es sieht so aus, als ob ein
viele Leute tatsächlich downgraden wollen würden. Zum Beispiel, wenn man ohne Jailbreak downgraden kann, könnte man gerade jetzt downgraden von der aktuellen iOS-Version 10.2 und mit all dieser ganzen Voodoo-Magie könnte man auf iOS 10.1 runter downgraden. Und es gibt zum Beispiel gerade nur ein Jailbreak für iOS 10.1, aber nicht für 10.2. Ja, ich weiß nicht so recht. Viele Leute sagen, neuere Versionen sind langsamer, deswegen downgraden sie, um erhöhte Geschwindigkeit zu haben. Vielleicht will man das haben. Wir nehmen noch eine Frage von hier vorne. Ich habe eine Frage über Nonsens. Es gibt Nonsens, die häufiger sind als andere, ist das richtig? Ja. Hast du schon rausgefunden, warum das so ist, ob es da irgendwelche bestimmten Gründe für gibt? Ich habe da noch nicht so wirklich reingeguckt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach ausprobiert. Das heißt, wenn man ein iPhone 5S auf iOS 9.3 irgendwas nimmt, dann findet man halt eben diese Häufung, die ich im Vortrag gezeigt habe. Ich habe mich gewundert, dass es überhaupt funktioniert hat und habe deswegen noch nicht weiter danach geguckt. Das war auch meine Frage, aber kann ich noch das Bild von dem Nonce-Collision Slide haben? Ich glaube, da sind sogar noch. Ich glaube sogar, es gibt einen noch mehr davon auf Reddit. Da hat jemand die ganzen verschiedenen Bilder, die ich auf meinem Blog gezeigt habe, zusammengefügt und aufbereitet. Ist irgendwo auf Reddit und ja. Okay, we're gonna take one more question from the internet, please. Eine weitere Frage aus dem Internet. Funktioniert das auf allen 64-Bit-Geräten? Ja. Ich glaube schon. Also die einzige Sache, die das so wirklich auf dem iPhone 7 blockieren würde, wäre, ist, dass ich, also was das iPhone 7 aufgemacht hat, ist, dass sie das Baseband geändert haben und ich habe da noch nicht die Änderung für die neue iPhone 7 Baseband-Firmware gemacht. Ich weiß noch nicht, welchen Speicherschutzmechanismus iOS das iPhone 7 hat. Ich vermute, dass es funktionieren würde auf allen 64-Bit-Geräten und eben auch auf dem iPhone 7. Es könnte sogar auf allen 32-Bit-Geräten funktionieren, aber da habe ich es noch nicht ausprobiert. Danke für den Talk. Meine Frage ist, das ist eine sehr dumme Frage eigentlich. In den Folien hast du uns gezeigt, dass es bei allen Geräten von 9.3.5 bis 9.3.3 funktionieren soll. Und in der ersten Frage, funktioniert das auch mit iOS 10? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Meinst du diese Folie? Ja, also die Aussage dieser Folie ist, dass sich Leute mit iPhone 5S auf iOS 9.3.4.5 hatte und die diese Nonce generiert haben und die Häufungen waren halt dieselben auf diesen ganzen Geräten. Aber das iPhone 5S erstellt außerdem Nonces oder Nonce-Kollisionen auf 10.1, 10.2 und 10.1 und 10.2. 10.0, 10.1, 10.2, aber es sind halt einfach andere. Sorry, we're going to take another question from the front. Danke für den Talk. Es geht nochmal um die Nonces. Du hast gesagt, du hast noch nicht reingeschaut, wie die generiert werden, aber ist das Code, der generell reversibel ist, wie schwer wäre es, um rauszufinden, wie die generiert werden? Ja, also wenn du das Gerät bootest und eine Nonce davon anfragst, dann wäre das eine Nonce, die vom Bootloader, also von iBoot generiert würde. Das heißt, du müsstest da iBoot dumpen und ihren Random Number Generator reverse engineeren. Ich habe ja einfach mir den Generator angeguckt und herausgefunden, dass sie eben dieses Little Endian Encoding benutzen und wenn man diesen Bytes dann hasht, dann hätte man die Nonce.
Das ist auch genau das, was TSS-Checker tut, wenn man die Nonces checkt. Und es würde dann. Aber ich habe nicht weiter reingeguckt, wie iBoot diese Nonces generiert. Aber man könnte über iBoot die entsprechenden Nonces generieren. Ich glaube, es gibt keine entschlüsselten. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie man ein iBoot von iOS 8 Geräten auf 64-Bit dumpen kann. Für 32-Bit gibt es da entschlüsselte Firmwares, aber ja, da habe ich nicht weiter reinguckt. Wir fokussieren uns hier auf 64-Bit. Ist es möglich, die Diebstahlsicherung zu umgehen, wenn man das Ganze downgradet? Nein, das ist nicht möglich, denn nachdem du downgradest oder nach einem Restore allgemein, muss man das Gerät nochmal aktivieren. Und das komplett separat von dem Upgrade-Downgrade-Schutzmechanismus. Question in the front. Yes, earlier you said that the baseband itself was used primarily for tying devices to a specific dass diese Basebands normalerweise genutzt werden, um das an bestimmten Anbieter zu koppeln. Und aktuell wird das ja nicht gemacht. Was ist denn im Baseband? Wofür nutzt man das aktuell? Well, you have, as far as I understand, different ja, also soweit ich das verstehe, hast du eine andere Art Sorte Chip und das Baseband ist eine ganz andere Sorte Chip, die eben die Kommunikation mit dem GSM-Netzwerk und so weiter regelt. Und ja, wenn ich halt eben irgendwelche Anrufe mache oder LTE benutze und so weiter, dann nutze ich eben diesen Chip. Und das Baseband ist eben das Betriebssystem in diesem Baseband. Und ist da Speicher drin? Könnte da kryptografisch interessante Daten drin sein? So? Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich sind da von den Netzbetreibern Informationen drin. Aber ja, das ist jetzt nichts, wo der Nutzer irgendwie Zugriff drauf hätte. Hi, thank you for the talk. Danke für den Talk. Ich wollte fragen, ob da eine Möglichkeit für K-Loader auf 64-Bit-Geräten ist. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Another question from the internet. Have you ever bricked a device? Hast du schon mal ein Gerät gebrickt? Ob ich schon mal ein Gerät gebrickt habe? Nee, habe ich nicht. Any other questions? Now's your chance. Yes, please. Hey, you mentioned that it wasn't possible to downgrade from. Du hast gesagt, dass es nicht möglich ist, von 10 auf 9.3.5 runterzuladen. Kannst du da nochmal drüber sprechen? Also, diese Folien habe ich gemacht, als iOS 9 noch signiert war. Und deswegen habe ich fälschlicherweise angenommen, dass man eben das Downgrade machen könnte. Aber die Sache ist halt, dass man die iOS 10 selbst auf iOS 9 Firmware nutzen kann und das klappt halt nicht, denn ganz am Ende vom Restore geht es kaputt und gibt eine Fehlermeldung. Und ganz am Ende funktioniert halt der Restore einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man unbedingt da ein Dateisystem hat in dem Zustand, aber man hat kein Telefon, das man da irgendwie benutzen könnte dann in dem Zustand. This might be a dummy question. Mag wieder eine dumme Frage sein, aber nach dem Downgrade, ist die Nutzerdata immer noch auf dem Gerät oder ist das alles gelöscht? Das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat ein Restore. Und das heißt, man kann beim Restore die Daten alle löschen. Es gibt auch Upgrades, wo man eben nicht die Datenpartition löscht. Ich habe eine Option in Future Restore, also diesem Tool, dass ein Flag setzt, damit die Datenpartition nicht gelöscht wird. Das heißt, man könnte Downgrading versuchen mit diesem Flag gesetzt. Aber ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist, ob es vielleicht Sachen irgendwie kaputt machen würde oder out of sync bringen würde. Vielleicht könnte es funktionieren. Thank you. Can you save the SEP before? Kann man das SEP vor dem Updaten sichern und es dann nutzen, wenn man den Downgrade gemacht hat auf eine frühere Version? Nein, kann man nicht, weil
Wenn wir wiederherstellen, dann booten wir ja die RAM-Disk im DFU-Mode und wir booten eben auch das ZEP OS. Und wenn wir das ZEP OS, das ZEP-Betriebssystem, gebootet haben, vorher können wir das Downgrade nicht starten. Das heißt, das normale Downgrade wiederherstellt stellt eben das Dateisystem wieder her und uns einen separaten Prozess, um das ZEP wiederherzustellen. Und hier müssen die Nonces übereinstimmen und das ist ein separater Wiederherstellungsprozess. Warum ist das Baseband so schwer zu exploiten? Ja, ich sage jetzt nicht, dass das Baseband so schwierig zu exploiten ist, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute gar nicht erst reingucken, weil, also ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt damit machen würde. Ich sehe nicht so wirklich den Anwendungsfall dafür. In der Theorie könnte man das Baseband irgendwie exploiten, irgendwie versuchen, das zu downgraden. Man könnte auch das alte iOS patchen, sodass es das neuere Baseband versteht, die neue Baseband-API versteht. Es ist bestimmt machbar, aber es gibt halt auch den einfachen Weg, dass man einfach drauf hofft, dass es funktioniert. Is it so? What software handles writing the firmware to the ZEP and things like was, that? Welche Software, and would it be possible to patch that in the same way that you would patch the kernel to just not write the ZEP? Welches so Firmware? Die Frage ist, welche Firmware kümmert sich darum, die Firmware auf das Gerät zu spielen und so weiter? Ich glaube nicht, dass man das so einfach tun kann. Man muss möglicherweise die ZEP-Firmware exploiten und die halt daran hindern, das ZEP zu downgraden. ZEP kümmert sich um wirklich viele Sachen und um das halt nicht zu updaten, müsste man es wahrscheinlich exploiten. Und da habe ich nicht weiter reingeguckt. Any other final questions? All right, so when you go, please take some okay, dann verabschieden wir die Übersetzer uns auch. Wir freuen uns jederzeit über Feedback unter dem Hashtag